Es ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe einmal eine Frau in Florenz gesehen. Und das war eine Frau, von der ich einfach von Anfang an ganz genau wusste, ich muss sie kennenlernen. Ich kann gar nicht anders. Ich will, ich sehe, ich muss. Also, hier bin ich. Alles in meinem Körper hat sich zu ihr hingezogen gefühlt. Sie hatte kurze Haare, große Kulleraugen. Und ich wusste einfach sofort, das ist ein anderer Typ Mensch. Das ist eine smarte, das ist eine interessante Frau. Sie war süß, sie hat einfach was in ihren Augen gehabt. Vielleicht hast du auch manchmal dieses Gefühl und hoffst darauf, ihr Interesse zu wecken. Und es hat sich dann auch so herausgestellt, dass sie so interessant war, wie ich gehofft habe. Sie hat Modedesign studiert und ich habe mit ihr ein wunderschönes Wochenende verbracht. Und wir sind immer noch in Kontakt. Ich musste sie kennenlernen. Da hat einfach kein Weg dran vorbeigeführt. Also bin ich auf sie zugegangen und wollte ihr diese Chance geben. Und ich habe ihr gesagt, hey, ich kann gerade nicht anders. Du siehst umwerfend aus. Wer bist du? Ich bin Andi. Und das mag nicht jeden Tag passieren, aber es gibt diese Fälle, wo allein das schon ausreichen kann. Und wenn du wissen möchtest, wie du ohne Drama und ohne irgendwelche Spielchen Frauen auf diese absolut direkte und ehrliche Art kennenlernen, Erfahrungen sammeln und so die richtige finden möchtest, dann wird dir unser Podcast dabei eine große Stütze sein. Ich habe das früher auch nicht gekonnt und habe mich immer extrem geärgert, dass das die anderen anscheinend so cool konnten und ich habe das einfach nie hinbekommen. Wenn du den Podcast einmal hören möchtest, klicke auf dieses i. Aber jedenfalls habe ich bei ihr gespürt, da ist etwas. Sie zweifelt gerade. Ich habe genau gemerkt, sie vertraut mir noch nicht. Und natürlich nicht. Ich bin ein kompletter Fremder. Warum sollte sie mir vertrauen? Sie würde mir nicht ihr Interesse schenken, weil in ihr gerade zwei Stimmen sind. Sie möchte sich mit mir unterhalten. Ihr Blick hat kommuniziert, ich bin neugierig. Aber ihr Körper hat mir kommuniziert, ich muss weiter. Und ich kenne das aus tausend anderen Situationen. Wenn eine Frau dir das signalisiert, hat sie grundsätzlich Interesse, aber ihre Gewohnheit sagt, nein. Und das ist auch ihr gutes Recht. Aber zum Glück habe ich einen kleinen magischen Satz gekannt, der es ihr ermöglicht hat, dieser Begegnung eine Chance zu geben. Und nur dadurch konnten wir diese wunderschöne und unvergessliche Woche gemeinsam verbringen. Dadurch ist sie nämlich stehen geblieben und hat mich nicht ignoriert. Bevor ich dir diesen magischen Satz gleich gebe, musst du aber eine Sache wissen. Aus der Sicht einer Frau ist so ziemlich jeder Mann, der sie anspricht, zunächst einmal eine Gefahr. Sie geht grundsätzlich davon aus, dass alle Männer, die sie ansprechen, eine versteckte Agenda haben. Sie denkt sich, der führt was im Schilde, der hat irgendwas vor. Und dann denkt sie, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich gebe ihm lieber jetzt schnell eine kurze Ausrede wie, danke, ich habe einen Freund oder ich habe keine Zeit und du denkst, es liegt an dir. Aber das ist der kritische Punkt. Es ist sogar möglich, dass sie dir das sagt, wenn sie dich mag. Sie hat eine bestimmte Sorge, dass du keiner von den Guten bist, dass du keine Grenzen akzeptierst und dass du sie nicht freundlich gehen lassen wirst. Wie die meisten Kerle, die sie anhalten und ihr dann irgendetwas erzählen, aber sie weiß einfach ganz genau, der führt irgendwas im Schilde, der ist gerade nicht ehrlich mit mir. Was will der eigentlich? Und sie weiß es nicht. Und dementsprechend fühlt sie sich natürlich unwohl und nicht sicher. Und genauso fühlen wir uns auch unsicher und unwohl, wenn uns jemand auf der Straße anspricht und uns einfach nicht sagt, was er möchte und uns keinen Raum gibt. Das kennst du bestimmt, diese Situation. Jetzt musst du dir vorstellen, das erleben Frauen viel öfter als wir. Überleg einmal, wie würdest du dann reagieren? Was wären dann deine Autopilot-Antworten, die du so einem Menschen sagen würdest? Aber alles halb so wild. Erstens bist du ein freier Mann und du hast nichts zu verlieren. Und zweitens hast du die Chance, ihr diese Angst zu nehmen. Nimm ihr einfach diese Sorge und diese Zweifel. Wie? Zeig ihr, dass du nicht der Kerl bist, der sie bedrängen wird. Wir sind nicht das Arschloch, das sie bedrängen und belästigen wird und sie dann nicht mehr gehen lassen möchte. Aber du bist auch nicht der Typ Mann, den sie zwar nett findet, aber nie ehrlich mit seinen Bedürfnissen ist und sie dann irgendwann in die Friendzone stecken muss. Der magische Satz, den ich damals der Modedesign-Studentin gesagt habe und den auch er und er erfolgreich genutzt haben, ist folgender. Aufpassen, hier kommt er. Ich muss gleich weiter. Aber wenn du nur mit, hey, du siehst toll aus, kommst, dann wird sie denken, oh nein, nicht noch einer, der mir hier ein Kompliment gibt und danach nicht mehr locker lässt. Was wäre, wenn du sie mit aufrichtigem Interesse natürlich ansprechen und dann sagen würdest, hey, ich muss dir sagen, du bist mir gerade aufgefallen und ich musste einfach Hallo sagen. Und dann füg noch diesen Satz hinzu. Ich habe nur ein paar Minuten, darum können wir leider nicht zu lange quatschen, ich muss gleich weiter. Aber ich muss einfach Hi sagen. Hi. Ich bin Andi. Damit weiß sie, du gibst ihr Raum. Du bedrängst nicht. Und das solltest du natürlich auch nicht. Sie spürt dann weniger Druck und denkt sich, oh, er hat ja selber kaum Zeit. Okay, wunderbar, dann geht da auch weniger Gefahr von aus. Dann kann ich ihm ja jetzt meine Aufmerksamkeit schenken. Es erlaubt ihr, so für einen interessanten,
ehrlichen, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Mann Interesse zu entwickeln. Dich. Und das hätte sie sonst nicht. Sonst hätte sie nur den Macho oder den Arsch kennengelernt. Und wir wollen sie doch beschützen vor diesem Typen. Wir wollen doch, dass sie jemanden kennenlernt, der es gut mit ihr meint. Aber es gibt ein Problem. Und das Problem ist natürlich die Angst. Die Angst, die wir haben, einen Fehler zu machen. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, wow, das ist ja spannend, aber ich weiß nicht, wie ich das jemals hinkriegen soll. Frauen ansprechen? Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, wie ich mich online besser darstellen kann, damit ich dann online Frauen kennenlernen kann. Verständlich. Aber wenn du immer wieder in die Friendzone fällst oder ihr Interesse immer weniger und weniger wird, dann gibt es auch da einen klaren Leitfaden, um das zu verhindern. Und wenn du mit mir persönlich arbeiten möchtest, um dein Liebesleben auf Vordermann zu bringen, dann nutz einfach mal den Link in der Beschreibung und wir sprechen uns einfach mal ganz unverbindlich. Aber hey, kein Druck, ich muss eh gleich weiter.